Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe für den C64. Und wie ihr seht, habe ich meine Datasette am C64 angeschlossen. Ich habe mich für das Spiel Wilder Westen entschieden. Das ist ein Actionspiel von Europa vertrieben. Und Europa hat ja unter anderem ja auch damals Hörspielkassetten vertrieben. Dann sehen wir noch hier Computer Club. Ich meine mich zu entsinnen, dass damals in den 80ern es eine Serie gab, wo diese halt die alten Modelle vorgestellt worden sind. Das nannte sich wohl Computer Club. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es in den Kommentaren. Okay. Das Interessante an dieser Kassette ist, dass man von der einen Seite das auf der Datasette auf dem C64 laden kann. Und wenn man die Kassette umdreht, dann kann man das auf den Atari laden. Ne? Und wenn ich jetzt mal die Beschreibung mal euch einblende, da steht Atari TM 16K Basic, Laden des Programmes, Computer ausschalten bei 400-800 Basic-Modul in den Schacht stecken. Aha, also man braucht da wohl ein Basic-Modul, das erst gesteckt werden muss, damit man wohl wahrscheinlich dieses Spiel laden kann. Das braucht man ja beim C64 ja nicht. Der hat ja da schon das Basic ja integriert. Programmkassette in den Programmrekorder legen und an den Anfang vorspulen. Dann die Starttaste drücken und den Computer einschalten. Nach dem Piepton die Play-Taste am Rekorder drücken und dann am Computer die Return-Taste. Das Programm wird nun automatisch geladen. Das finde ich schon mal interessant, wie es da geladen wird, ne? Und hier für den Commodore 64 steht: Laden des Programmes, Computer einschalten, Prom-Kassette in den Rekorder legen und an den Anfang vorspulen. Dann am Computer die Shift-Taste und gleichzeitig die Run-Stop-Taste drücken. Dann die Play-Taste am Rekorder drücken. Das Programm wird nun automatisch geladen. Ja, das ist so das Gängigste jetzt beim C64, um Datasetten zu laden. Und da jeder, der einen C64 mal hatte oder auch hat, der weiß, wie man so eine Datasette lädt. Also, das ist ja nun ja sau einfach. Bevor wir jetzt aber, kann er währenddessen das Spiel auch laden, weil das braucht ja auch nochmal seine Zeit. So, da gehe ich doch mal eben jetzt hin. Und los geht's. Und dann kann ich die Zeit überbrücken mit der Programmbeschreibung. Action ist in Wilder Westen angesagt und eine große Portion an Geschicklichkeit. Denn mit dem Colt, er wird über den Steuerknüppel bewegt, muss auf die unterschiedlichen Gegenstände gezielt und geballert werden. Und er hat schon mal den Wilden Westen gefunden. Sehr schön. Das übrigens geschieht mit der Auslösetaste am Steuerknüppel. 20 Schüsse sind im Magazin und für jeden getroffenen Gegenstand gibt es Punkte. Doch wehe, man trifft aus Versehen die kleine Bombe, dann wird das Spiel recht abrupt vorzeitig beendet. In diesem Spiel kann abwechselnd gespielt werden. Wer erreicht denn nun die meisten Punkte? Der Höchststand wird übrigens auf dem Bildschirm angezeigt. Viel Spaß und Action, und wenn die Experten unter sich sind, kann auch gegen die Uhr gespielt werden. Einfach mal probieren. Das war es dann eben halt. Und man sieht, dass es scheint, es sieht so aus, als wenn es mit Schreibmaschine geschrieben worden ist, ne? So nach dieser Schrift. Ja. Also ich habe mehrere Computer Club Kassetten und ich glaube, das sind auch ganz, ganz einfache Spiele. Also wenn die euch für euch interessant sind, dann kann ich die auch mal gerne auch mal laden. Ne? Also wenn ihr sehr, sehr, sehr einfache Spiele auf den C64 mögt. Und es gibt ja tatsächlich noch ganz, ganz einfache Spiele, die einfach Spaß machen. Ne? Da ist wahrscheinlich nicht so viel an Grafik, auch nicht so viel an Sound, sondern einfach nur
Der Spar steht im Vordergrund. Ja, ich hatte tatsächlich einen Atari 800XL. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Kassette auch jetzt benutzen könnte und die in die Datasette einlegen könnte und dann eben halt nach dieser Anweisung das Spiel laden könnte. Das weiß ich gar nicht mehr. Hatte ja selber mal einen Atari auch den 800XL gehabt. Und ich weiß nur, dass es eine Zeit lang gedauert hat, bis diese Spiele geladen worden sind. Aber wenn das jetzt so im direkten Vergleich, oder wenn ich das so im direkten Vergleich sehe, weiß ich gar nicht, ob der C64 oder der Atari oder der XL schneller war. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Ja, das sind ja nun ja auch schon 30 Jahre her. Wenn nicht sogar länger. Gut. Hat alles geklappt. Und ich will mal eben eine Kleinigkeit tun. Okay. So, da hören wir auch schon im Hintergrund den Schuss und ein Pferdegetrappel. Ne? Also mal ja, Wilden Westen-Feeling aufbauen. Ja, bitte Joystick an Kontrollport 2 anschließen. Drücke Feuerknopf. So, Punkte sind natürlich noch keine und dann gibt es auch noch keine Highscore. Das würde jetzt André alias Andira jetzt freuen, weil für ihn sind immer ist so eine Highscore-Tabelle sehr wichtig. Ne? Also, Grüße gehen an dich raus, falls du das Video hier siehst. Gut, dann drücken wir mal Knopf. Oben steht der Schuss 20, genau 20 Schüsse haben wir. Und der Colt geht von selber hoch und runter. Level 1, Punkte natürlich noch keine. Kann ich jetzt auch so nach oben gehen? Aha, das geht. Also ich habe da Einfluss drauf. Wenn ich Knopf drücke, dann kann ich einen Schuss auslösen. Und ich vermute mal da hinten, das soll wahrscheinlich die Bombe sein. Nicht treffen darf. Oh, oh, was hätte ich da? 13 Schüsse habe ich noch. Habe ich schon daneben geschossen. Also es gibt wahrscheinlich immer 15 Punkte. Wie viel gibt es denn für die Pfeile? Das waren jetzt nur 5 Punkte. Das waren auch nur 5 Punkte. Ah, daneben. Also die Pfeile bringen wahrscheinlich nur 5 Punkte. Oh, das gab richtig viele Punkte hier für das grüne Zeug da. Da habe ich jetzt gar keine Punkte für gekriegt, ne? Habe ich nur noch 3 Schuss. Ach, Mann. Ich muss mir jetzt mal angewöhnen. So, Spielende. Ich habe jetzt 145 Punkte. Okay, ich versuche jetzt nochmal, das soweit alles jetzt abzuschießen, dass ich keinen Schuss daneben verhaue. Mal sehen. Aber ich möchte mal ganz gerne wissen, was kriege ich für das Grüne. Okay, das waren dann 5 Punkte. Habe ich keinen Punkt gekriegt. Also für dieses. Ah, dafür kriege ich Punkte. 25 Punkte bei diesen komischen grünen Männchen. Achso, das sollen wahrscheinlich Kakteen sein. Da hat er neben geschossen. Nochmal gleich hintereinander schon. Ah, das kann ich machen. Ja, da räume ich auch ganz gut ab. Die Pfeile kriege ich ja, wie gesagt, nur 5 Punkte. Ja, da kriege ich gar keine Punkte. Okay, das habe ich jetzt schon mal raus. Also, es ist jetzt nun wirklich sehr, sehr einfach, dieses Spiel. Also, zu zweit kann ich mir schon erfreulicher vorstellen, dass man dann eben halt versucht, mit Geschicklichkeit sehr viele Punkte zu erreichen. Aber ich glaube, so alleine könnte es langweilig werden. So, jetzt auch. Mann, warum schießt du nicht? Ah, daneben. Ah. Möchte ja gerne mal alle mal schaffen, was dann passiert. Wie viele Schüsse habe ich noch? Ja, und jetzt.
jetzt den letzten noch. Pass auf. Und, ah nein, den habe ich. Nein, oh Mann, fertig. Ja, ich habe alle geschafft. Und? Ach, dann kriege ich wieder 20 Punkte und dann bin ich in Level 2. Ah, okay, alles klar, ich habe begriffen. Oh, da gab es auch ganz viele Punkte für, ne? Da war eine Schlange da, die sich da irgendwo um was klingelt da. Ja, das meine ich jetzt, wo ich jetzt gleich drauf schießen würde. Das da. Aber dafür habe ich doch keine Punkte gekriegt. Wie ich erst dachte. Aber ich bleibe bei manchmal 20 Schüssen. Das ist das Munition, was ich da jetzt nur eingesammelt habe. Ich habe zwar die Beschreibung gelesen, aber ich kann mich jetzt nur erinnern, dass man möglichst versucht, viele Punkte zu machen. Mehr nicht. Und dass man die Bombe da hinten dann nicht treffen darf. Wenn man alles verballert hat, dann ist das Spiel auf. Aber sonst so finde ich die Spielidee ganz gut. Also alleine würde ich ziemlich schnell die Lust verlieren, aber wenn man gegen einen Freund da spielen möchte, also Toddy, falls du das siehst hier, können wir mal gerne mal gegeneinander battlen. Oder es ist auch das Spiel ist auch wie eine Challenge wert. Wenn ihr es jetzt, wenn ihr versucht, meine Highscore zu toppen. So, und jetzt hier? Ah! Komm. Jawohl! Super! Jetzt bin ich schon in Level 3. Ach, kann das sein, dass ich jetzt einen Schuss mehr habe? Also wenn man immer auf diese Schlangen da wahrscheinlich, oder was es immer noch sein soll. Zeige ich euch gleich mal. Kann man wahrscheinlich seine Munition wieder aufladen. Kann das sein? Und jetzt kann ich wieder aufladen? Ja, tatsächlich. Aha. Sind das wahrscheinlich Patronen oder sowas? Und so die Spielidee an sich finde ich gar nicht mal schlecht. Ich möchte mal wissen, ob es nachher auch noch mehrere Bomben gibt, weil je höher das Level ja wird, desto schwerer muss es ja auch werden, ne? Ach, daneben getroffen. Jetzt aber. Nein! Ach! Ja, gut, jetzt habe ich die Bombe getroffen. Alles klar. Okay, was war jetzt mein höchster Punktestand? 515. Ja. Also, fürs Vorstellen reicht das. Und, boah, wenn ihr Bock habt, diese Punkte zu toppen, also daran zweifle ich nicht, dass ihr es schaffen könntet. Wenn da nicht raus eine Challenge wird, ist auch in Ordnung. Es ist, wie gesagt, es ist ein einfaches Spiel, das wusste ich aber auch schon vorher. Und wenn ihr mehr solche Spiele kennenlernen wollt, ich habe da noch so einige noch da von Europa, dann kann ich sie auch gerne für euch nochmal laden. Ne? Gut, das war schon auch schon mit meiner Ausgabe. Und dann sage ich mal, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.